Hey alle YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute soll es einmal um das Moment LED Light gehen. Das ist so ein kleiner Helfer, den ich ständig im Einsatz habe. Und warum das so ist und warum so ein kleines LED Light super praktisch sein kann, nicht nur beim Film, sondern auch in der Fotografie, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Okay, ich würde sagen, lasst uns loslegen. Warum gerade das Moment? Und bevor wir darauf eingehen, lasst uns doch mal ganz kurz gucken, was uns dieses kleine LED-Light bietet. Und dann vergleichen wir es vielleicht auch mal mit ein, zwei anderen auf dem Markt. Und dann erzähle ich euch, warum ich mich gerade für dieses entschieden habe. Als allererstes haben wir hier ein 370 Gramm starkes LED-Light. Hier sind insgesamt 150 LEDs verbaut und das Ganze nicht nur mit Warm- und Kalt-LEDs, sondern RGB. Das heißt, ich kann hier jede beliebige Farbtemperatur an diesem kleinen Licht einstellen. Das LED-Licht, ich stelle es mal zur Seite, hat einen 370 mAh Akku, womit es uns ermöglicht, 140 Minuten bei 100% Leuchtkraft zu filmen. Und das war für mich einer der hauptausschlaggebenden Punkte, warum ich mich auch gerade für das LED-Light entschieden habe. Die Leuchtdauer mit 2 Stunden ist wirklich gigantisch auf so ein kleines LED-Light mit einem eingebauten Akku. Dazu kommt, dass die Leuchtkraft 12 Watt beträgt und das ist wirklich enorm. Natürlich kommen wir damit nicht gegen Sonnenlicht an, aber für alle anderen Szenerien, wo ich den Hintergrund ausleuchten möchte, wo ich das vielleicht auch mal als Keylicht nehmen möchte, wenn ich unterwegs bin, reicht mir die Leistung völlig aus. Die Farbtemperatur lässt sich dazu noch einstellen, und zwar von 2500 Kelvin bis 8500 Kelvin. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir zwischen 2500 und 8500 plus minus 200 Kelvin liegen haben, wo die Farbtemperatur abweichen kann. Hört sich jetzt erstmal viel an, ist in der Praxis für mich aber überhaupt nicht relevant. Okay, wie gesagt, 140 Minuten bei 100% und wenn ich das Ganze runterdimme, dementsprechend länger. Der Hersteller gibt hier an bei 5%, warum man das jetzt auf 5% einstellen sollte, weiß ich nicht. 24 Stunden habe ich jetzt nicht getestet, aber die 140 Minuten, die passen sehr, sehr gut. Ist der Akku einmal leer, können wir hier oben, und das war für mich das nächste Kaufkriterium, ihn über USB-C ganz bequem laden. Und das Coole ist, ich kann ihn sogar während des Betriebes mit einer externen Spannungsversorgung, also entweder über eine Powerbank oder über einen kleinen Stromadapter mit externen Strom versorgen, falls es mal nötig sein sollte. Ansonsten verzichtet das LED-Light auf viele Spielereien. Wir haben hier oben einmal auf der Oberseite einen An- und Ausschalter und an der Seite wird das LED-Panel gesteuert. Das heißt, wir haben hier keine App-Steuerung. Das ist noch wichtig zu erwähnen. Sondern wir können hier ganz bequem über Druckknöpfe das Ganze steuern. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe hier hinten ein OLED-Display, was mir die einzelnen Modusse anzeigt, wo ich die Farbtemperatur einstellen kann, ich die einzelnen RGB-Farbtöne einstellen kann und auch die Leuchtintensität bzw. die Sättigung. Und das wird mir alles ganz bequem hier vorne auf dem Display angezeigt. Dafür habe ich hier an der Seite einen kleinen Set-Knopf, womit ich durch die einzelnen Menüs durchgehen kann. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade umgeschaltet auf den RGB-Modus und wenn ich nochmal drauf drücke, komme ich in den Screen-Modus. Was das ist, erzähle ich euch gleich. Einmal noch wieder drauf gedrückt, bringt mich wieder in den ganz normalen Leuchtmodus, das heißt, wo ich meine Farbtemperatur einstellen kann. An der Seite habe ich dann noch einen Setup-Knopf, womit ich dann die Farbtemperatur, die Sättigung oder die einzelnen Farben einstellen kann. Und ich habe hier noch einen Regler für die Leuchtkraft. Und ihr seht schon, wenn ich das hier hochdrehe, ich war gerade eben bei 10% oder so, das Ding ist richtig hell. Und ich zeige euch mal ganz kurz, ich nehme das mal kurz in die Hand, oh, man kann schon fast gar nicht reingucken. Ich mache mal kurz mein Keylicht aus. Und jetzt schaut euch mal an, wie gut mich das Ganze ausleuchtet. Ich bin jetzt eine Armlänge von mir entfernt und gerade wenn ich unterwegs bin, da hat man nicht immer die großen Lichter dabei, ist das eine mega praktische Sache, dass ich dann auch wirklich mein ISO der Kamera nicht so hochziehen muss oder in extrem dunklen Situationen überhaupt Licht habe. Ich guck mal ganz kurz, ich war jetzt gerade mal auf 70%. Ich mache mal weiter hoch. Ich mache jetzt mal auf 100% hoch. Und jetzt schaut euch das mal an, es ist wirklich der Wahnsinn, wie viel Lichtleistung aus diesem kleinen LED-Licht rauskommt. Und wofür man es auch super einsetzen kann, ich mache wieder runter, ich sehe mich nichts, ist einfach, um Aufheller von der Seite zu geben. Das heißt, ich habe hier vorne mein Keylicht, ich mache mal wieder an, und könnte mir jetzt einfach ganz bequem das LED-Licht auf einem Stativ stellen
oder es irgendwo ranhängen und könnte damit mir dann meine Seite einfach nur ein bisschen aufhellen. Oder ich kann es mir einfach nur hinten als leichten Kicker hinten auf den Hinterkopf geben, um mich ein bisschen vom Hintergrund abzusetzen. Und dadurch, dass ich jede Farbtemperatur einstellen kann, kann ich es dann mit meinem Godox Hauptlicht schön synchronisieren. Wie gesagt, mit einer leichten Abweichung, was aber in der Regel keinem auffallen wird. Ich mache mal wieder aus. Dann habe ich es eben schon angesprochen. Ihr könnt das LED-Light nicht nur dank der Viertel-Zoll-Schrauben hier unten auf euer Stativ anbringen, indem ihr einfach solche Stativadapter hier oben einsetzt, die ihr dann ganz bequem hier unten ranschrauben könnt. Oder halt auch an der Seite. Und könnt es damit dann auch, wie gesagt, hochkant irgendwo anbringen. Sondern ich habe mal aus dem Keller mein altes GoPro-Zubehör geholt. Und das macht es mir wiederum extrem praktisch. Ich habe hier zum Beispiel solche Klemmen. Ich kann Saugnäpfe anbringen. Und dadurch, dass das LED-Light hier nur 370 Gramm wiegt, kommt das Zubehör, dieses ganz einfache Zubehör, auch super damit klar, weil es einfach nicht viel Gewicht ist und kaum mehr als so eine GoPro. Und was ich halt auch sehr, sehr gerne mache, ist, ich klebe es einfach irgendwo mit Haftpaste hin. Das heißt, ich nehme mir einfach mein LED-Licht, schnapp mir hier so ein bisschen Haftpaste, mach das hinten drauf und durch dieses geringe Gewicht hebt es an allen glatten Oberflächen. Ich brauche es einfach nur gegen zu bebbern und dann hebt es genau da, wo ich es brauche. Und dadurch kann ich es auch, gerade wenn ich filme oder wenn ich fotografiere, es super verstecken und irgendwo als Fülllicht einsetzen. Und deswegen finde ich, sind diese kleinen LED-Lights so super praktisch. Was ist im Lieferumfang mit enthalten? Nun, neben dem LED-Licht ist noch mit dabei so eine kleine Halterung, die ich oben auf meiner Kamera schrauben kann, damit ich dann das Licht auch, wie gesagt, auf der Kamera als Kameralicht mit nutzen kann. Nutze ich jetzt persönlich nicht so oft, aber was ich super praktisch finde ist, ihr könnt das Ganze auch auf so einem Fuß hier machen. Das ist so ein Fuß von meinem Blitz. Damit mache ich das hier einfach drauf, mache hier oben mein Licht drauf und habe dann die Möglichkeit, es überall hinzustellen. Außerdem noch mit dabei hier so ein kleines Säckchen, ja. Schützt das Ganze nochmal. Ich schmeiße das mir meistens einfach so in meine Kameratasche, weil der Body komplett aus Aluminium gefertigt ist. Das war auch noch ein Argument für mich. Die Verarbeitung ist hier ist astrein und hier vorne die Plexiglasscheibe ist auch super stabil. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen, dass damit irgendwas passiert. Klar, jetzt runterfallen lassen aus 2 Meter Höhe würde ich es nicht, aber alles andere steckt dieses Aluminiumgehäuse locker weg. Wo wir gerade noch dabei sind, und das ist auch einer der Unterschiede zum Falcon. Ich persönlich brauche es nicht. Ihr habt einen Abstrahlungswinkel von 120 Grad. Und das Falcon F7 bietet mir halt die Möglichkeit, hier vorne noch einen Grid drauf zu machen. Wer das benötigt, das geht hier bei dem hier leider nicht. Ich habe schon geguckt, es gibt leider kein optionales Zubehör. Da müsstet ihr dann einfach mit dem Abstrahlungswinkel leben, beziehungsweise euch selbst vielleicht ein paar Abschatter bauen, wenn ihr irgendwo einen Abschatter benötigt. Aber, wie gesagt, war mir fast 50% mehr zu bezahlen an der Stelle nicht wert. Übrigens, wo wir gerade beim Preis sind, Link zu dem Moment LED Light habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Schaut einfach mal nach, wie der tagesaktuelle Preis ist. Das schwankt auch immer so ein bisschen. Und wenn ihr über den Link kauft, unterstützt ihr meinen Kanal, damit wir solche Videos hier in Zukunft auch weiter umsetzen können. Jetzt haben wir schon über die Leistung gesprochen. Das Ding kann aber noch ein bisschen mehr. Und zwar habe ich eben schon angesprochen, haben wir hier verschiedene Szenarien, die ich einschalten kann. Ich schalte das Licht nochmal eben an. Und zwar können wir, wie gesagt, die Farbtemperatur steuern, aber über diesen Set-Knopf auch in den RGB-Modus gehen. Und hier bietet uns das Licht jetzt die Möglichkeit, von 0 bis 360 die genaue Farbe einzustellen, die ihr für euer Projekt, für euer Bild, für euer Video benötigt. Übrigens, flackerfreies Licht hatte ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Dazu habt ihr die Möglichkeit, mit einmaligem Drücken auf den Z-Knopf hier in die Sättigung reinzugehen und jetzt hier auch die Sättigung den euren Bedürfnissen anzupassen. Wie gesagt, super simpel von der Bedienung, super praktisch und damit könnt ihr das genau auf eure Bedürfnisse alles einstellen. Dann, wenn ich noch einmal hier drauf drücke, habe ich außerdem die Möglichkeit, verschiedene Leuchtmodusse anzuwählen. Die Leuchtmodusse auch hier wieder an der Stelle sind nicht so ausgeprägt wie bei dem F7 oder bei anderen LED-Lights. Ich habe insgesamt 3 verschiedene Szenarien, die ich anwählen kann.
Ich habe jetzt zum einen diesen Wechselmodus, den ich jetzt gerade angeschaltet habe, wo er einfach zwischen verschiedenen Farben durchwechselt und kann dann hier auch noch wechseln zwischen A und B und C. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal zur Seite gehe, habe ich einen etwas schnelleren Modus und wenn ich nochmal zur Seite gehe, einen, ja, etwas anders kolorierten Modus. Dann, wenn ich nochmal drauf drücke, komme ich in den sogenannten Blitzmodus. Hier habe ich auch wieder drei verschiedene Szenarien zur Auswahl. Einmal so ein normales Gewitter. Wenn ich das vielleicht in einem Film brauche, kann ich das hier drüber einstellen. Dann habe ich ein Blitzlichtgewitter. Das heißt, wenn jemand rauskommt und ganz fame ist, könnte ich das dann damit auch simulieren. Oder ich kann damit einen Fernseher simulieren. Auch wieder hier über A, B und C ansteuerbar. Das würde mir jetzt hier einfach simulieren, als wenn im Hintergrund gerade irgendeine Sendung läuft. Ja, wie gesagt, wer es braucht, ich brauche sowas nicht. Ich arbeite hier nicht mit irgendwelchen Szenarien, deswegen war mir das an der Stelle nicht so wichtig. Wenn ich erneut drauf drücke, komme ich außerdem noch in einen Modus, wo ich verschiedene Polizei- bzw. Krankenwagen damit simulieren kann. Das sind alles so Szenarien, wenn ihr Filme macht, wo ihr vielleicht irgendeine Szene nachstellen wollt. Wie gesagt, interessiert mich persönlich jetzt nicht so. Ist aber ganz nett, dass das hat. Andere LED-Lights, muss man aber jetzt ja dazu sagen, die haben da deutlich mehr zur Auswahl. Wer also gerade darauf angewiesen ist, der sollte sich dann doch lieber ein anderes anschauen. Gut, einmal noch drauf gedrückt, komme ich wieder in meinen Farbtemperaturbereich rein und kann jetzt hier ganz bequem von 2500 bis 8500 Kelvin meine Farbtemperatur einstellen. Und das war es im Endeffekt auch schon. Viel mehr kann dieses Licht in Anführungsstrichen nicht. Ich meine, es kann eine ganze Menge, gerade für den Preis. Und es ist einfach, wie gesagt, für mich super praktisch. Ich habe immer ein kleines Licht dabei, um den Hintergrund auszuleuchten. Zum Beispiel auch in meinen ganzen Videos, was ihr seht, habe ich eine ganze Zeit lang den kompletten Hintergrund einfach nur mit diesem LED-Licht ausgeleuchtet. Die Leuchtdauer ist definitiv lang genug, um auch vernünftig damit arbeiten zu können. Und es ist ein Equipment, was ich mir immer in meine Fototasche reinschmeiße, einfach weil es nichts wiegt. Und zu den Anwendungszwecken, ich habe es eingesetzt für die Food-Fotografie. Ich finde es super praktisch, mir kam es jetzt nicht so auf die Farbtemperaturgenauigkeit drauf an, wobei, wie gesagt, eine Abweichung von 200 Kelvin jetzt auch nicht die große Welt ist. Bei Auftragsarbeiten, ja, da muss man dann einfach gucken, ob es noch passt. Ihr könnt es einfach positionieren und könnt hier ganz bequem eure Farbtemperatur eurem Produkt anpassen, beziehungsweise eurem Essen. Habe ich ein warmes Essen, mache ich mir eine etwas wärmere Temperatur rein. Habe ich irgendwas Kühles, Eis oder so, stelle ich mir eine kühlere Temperatur ein. Alle Möglichkeiten. Makrofotografie. Da natürlich mal ein bisschen aufgepasst. Einige Tiere, wenn ihr Tiere fotografieren sollt, ist etwas schreckhaft. Aber gerade wenn es auch um Blumen geht, ihr könnt auch damit relativ nah ran und habt die Möglichkeit dann, das Ganze auszuleuchten. Braucht also nicht unbedingt einen Makroblitz. Beim Film setze ich es oft ein, als Hintergrundlicht, als Hauptlicht, wenn ich unterwegs bin. Ja, die Möglichkeiten mit so einem LED-Licht sind wirklich unendlich. Und ich mache mal wieder aus. Und das LED-Light gehört mittlerweile zu den Dingen, die ich aus meiner Fototasche nicht mehr missen möchte. Ich hoffe, das Video war interessant. Wenn ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Schaut einfach mal unten in die Box rein, falls ihr Interesse dran habt. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und schreibt mir doch unten einfach mal in die Kommentare, ob ihr so ein LED-Licht habt und wofür ihr es so einsetzt. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.